Liebe Katja, bitteschön. Ich freue mich übrigens sehr, dass du hier bist. Du hast auch schon unseren ersten Vortrag von Rosen und Rüben gestaltet. Das war 2018. Herzlich willkommen zurück. Ja, liebe Sabine, liebe Katrin Morgenroth und in die Runde auch von meiner Seite ein ganz erfreutes Hallo. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, hier nochmal eingeladen zu sein beim Netzwerk Kultur und Heimat, weil die Chance ergibt sich ja gar nicht so häufig, dass man quasi nochmal nach ein paar Jahren zurückgucken kann auf das, was vielleicht eben da schon mal Thema gewesen ist. Ja, ich weiß nicht, soll ich vielleicht einfach mal meine Präsentation starten? Ich habe auch die Rechte dazu, sehe ich. Das ist schön. Ups, Moment. Da kommen immer die verschiedenen Menüleisten, die sich übereinander lagern. Und, so, da sind wir. So. Wir wollen heute dem Thema nachgehen: Kulturtourismus partizipativ gestalten, nachhaltiges Engagement für die Region. Partizipation und Kulturtourismus sind zwei Dinge, die gut miteinander zu tun haben und ganz besonders in ländlichen Räumen ist das der Fall. Und das tatsächlich ist schon von Beginn an meiner wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Kulturtourismus ein ganz besonderer Schwerpunkt gewesen. Und ich freue mich gerade deshalb, nochmal wieder den Blick zurückwenden zu können auf das, was ich 2018 so in ungefähr in dieser Runde schon mal vorgetragen habe, weil ja eben die Zeit weitergeht und auch weil die Wissensstände weitergehen und die Dinge, die man da zusammenbringt. Ja, wir wollen heute in drei Schritten vorgehen. Der erste ist dieser kurze Impulsvortrag. Ich versuche in ungefähr eine halbe Stunde zu halten. Der gibt eine Art Rückblick. In sich ist er auch in drei kleinen Schritten eingeteilt. Es geht um den quasi Rückspiegel Kulturtourismus in ländlichen Räumen überhaupt und im Hildesheimer Raum. Dann die aktuellen Aspekte des nationalen oder sogar internationalen Diskurses über ländlichen Kulturtourismus und dann um das Thema lokale Selbstwahrnehmung. Wie hängt damit Engagement und dann auch Nachhaltigkeit zusammen? Danach gibt es eine Aufsicht, die wir in Kleingruppen vollziehen werden, und zwar gemeinsam, partizipativ, und dann einen Ausblick, den wir im großen gemeinsamen Plenum vielleicht tun können. Ja, es ist jetzt schon mehrfach genannt worden. 2018 hatte ich wirklich die Ehre, hier diese Vortragsreihe bei Rosen und Rüben zu starten, damals unter dem Titel Originell, authentisch, einzigartig. Potenziale und Bedingungen für die Kulturtourismusentwicklung in ländlichen Räumen. Und das hatte damit zu tun, dass eben eines der Erhebungsfelder meiner Studie, deren Ergebnisse ich damals präsentiert habe, auch im Hildesheimer Kreis, Landkreis sich befunden hat, nämlich mit dem Landschaftstheater in Hersum. Seitdem haben Sie eine ganze Menge mehr Vorträge gesehen, wie man der wunderbaren Dokumentation über Rosen und Rüben von 2018 bis 2020 entnehmen kann. Die Studie damals hatte die Ausgangslage und das Grundinteresse, eben zu schauen, wie genau gestaltet sich Kulturtourismus in ländlichen Regionen. Wie kann man sinnvoll den Link, also die Verbindung zwischen Kultur, Entwicklung und Tourismusentwicklung in ländlichen Regionen werfen und auf der anderen Seite mit besonderem Blick auf das Kulturgeschehen darin, wie sind eigentlich die Kulturnutzungsprofile von Menschen im Alltag und auf Reisen? All das war enthalten in dem großen Bemühen, dann auch zu schauen, wie sich die einheimische Bevölkerung und touristische Gäste in ländlichen Räumen im Kontext von Kulturtourismus treffen. Ja, ich möchte hier ganz wenige, sehr ausgesuchte, aber doch Ergebnisse dieser Studie nochmal ziehen, weil die tatsächlich auch nach wie vor ja gültig sind und auch wichtig. Ein großes Argument, warum Menschen, die Kulturangebote erstellen, konzipieren, umsetzen, sich um Touristen und Touristinnen kümmern sollten, ist hier nämlich ganz sichtbar geworden, auch in der Empirie.
Im Kontext der Reise werden Menschen, die sonst nie ein Theater, eine Ausstellung, ein Konzert besuchen, zu Kulturgängern. Zwar im Rahmen der Empirie hier sichtbar, dass die allermeisten Menschen von sich behaupten, im Alltag wirklich uninteressiert zu sein oder eher gering interessiert an Kultur, währenddessen sie im Reisekontext deutlich in höherer Anzahl immerhin ein mittleres oder sogar ein großes Interesse haben. Das ist also ein wichtiger Punkt für Touristen, Touristinnen sind interessant für Kulturanbietende. Ein weiteres zentrales Ergebnis in der auch Differenzierung zwischen Alltags- und Reisekulturnutzung war das, nämlich, dass die Stätten des historischen Erbes absolut diejenigen Kulturorte sind, an denen Menschen zu denen Menschen gehen, im Reisekontext absolut, auch im Verhältnis zu allem, was im Alltag, das ist jetzt hier die blaue Kurve, angeschaut wird. Ein anderes permanentes Kulturangebot in Museen und Ausstellungen war ein weiterer Peak in dieser Erhebung. Und für den Alltag sind es neben dem Kino eben die stattfindenden, die performativen Kulturangebote, besonders Musikkonzerte, aber sogar das Theater auch als wirklich relevant, empirisch relevante Kulturformen. Dann ein weiterer Smashing-Fact dieser Erhebung ist gewesen, dass mit ganz großem Abstand die relevanteste Informationsquelle die Freunde, Verwandten und Bekannten gewesen sind, die erzählt haben von etwas und die so dafür gesorgt haben, dass die dann Gäste sich auf den Weg gemacht haben. Diese Informationsquelle ist also hier empirisch belegt, relevanter als alle Formen des teuer bezahlten, gedruckten, sonst wie professionell erstellten Marketings. Und das kann man dann sogar noch weiter verfolgen. Diese Mundpropaganda-Akteurinnen und Akteure sind sehr häufig die Bewohner und darunter die gebürtigen Bewohner. Und hier hat sich dann im weiteren Detail gezeigt, der Studie, die Zugezogenen, die sind auch sehr präsent, aber die begeben sich noch häufiger direkt an die Angebote, während die gebürtigen Bewohner offensichtlich sehr viel von dem erzählen, was alles Tolles in ihrer Gegend los ist, aber selber sind sie gar nicht unbedingt da. Ja, das zur Empirie und aber ganz wichtig auch die qualitativen Erkenntnisse, die aus der Studie zu ziehen war hinsichtlich der Interessen und der Sichtweisen, die die Touristen und Touristinnen hier aufgetan haben. Sie schätzen das überschaubare Setting, das sie in ländlichen Regionen und ländlichen Kunstkontexten hier einmal aus dem Erhebungsfeld Landschaftstheater Hersum im Bild, was Sie hier vorfinden. Sie nehmen die sichtlich engagierten Bewohnerinnen und Bewohner ganz deutlich wahr und geben das auch eben in der Befragung deutlich zum Ausdruck, dass das genau das ist, was Sie besonders angesprochen hat und wirklich auch begeistert. Und warum Sie sich als herzlich willkommene Gäste empfinden. Ja, und so kann also am Ende daraus gezogen werden, dass auf einer übergeordneten Ebene man davon sprechen kann, dass die ländlichen Regionen ganz besondere Voraussetzungen für kulturtouristische Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse von TouristInnen mit regionaler Kunst und Kultur bieten. Wahrnehmungsräume ist das, was aus meiner Sicht hier sich kreierte. Damals habe ich das hinterlegt und hergeleitet aus raumwissenschaftlichen, raumsoziologischen Kontexten und eben mit der Theorie der dritten Orte zusammengebracht. Wahrnehmungsräume sind diejenigen Räume, die entstehen durch die Geschehnisse, dass Menschen kommen und andere Menschen sehen, die dort sind und aktiv. Und hier in kleinen Statements, einheimische und touristische Gäste, die treffen sich in kommunikativen Kontexten, so wie sie im Kulturfeld immerzu gegeben sind und nehmen sich gegenseitig eben in diesem Engagement und im Interesse daran wahr. Denn das, was die Bewohnerinnen und Bewohner dabei besonders beeindruckt, ist, dass diese touristischen Gäste vielleicht in den kleinen Ort, wo dieses Kulturangebot stattfindet, angereist kommen, weil sie tatsächlich Interesse daran haben.
Wahrnehmungsräume entstehen in diesem Moment, wo Außen- und Innenperspektive quasi in eine Art Wechselwirkung kommen und produktiv werden. Hier so ein bisschen mit dem wahrgenommenen Raum, dem konzipierten Raum und auch dem gelebten Raum, wie es so in der klassischen Raumsoziologie belegt ist. Also ein ganz produktives Geschehen, was gerade für ländliche Räume, die ja ganz grundsätzlich mit dem Phänomen zu tun haben, dass es eben wenig verdichtete Räume sind mit dann eben auch dünn besiedelten sozusagen oder dünn lokalisierten Ressourcen. Touristen geraten in Interaktion mit den kulturellen Alltagspraktiken von Bewohnerinnen und Bewohnern des unverdichteten ländlichen Raums. Das ist eben wichtig, wenn es darum geht, zu überlegen, wie man eben ländliche Räume prosperierend entwickelt und das auf eine gute Art und Weise tut. Ja, tourismussoziologisch, Bewohnerinnen und TouristInnen erzeugen gemeinsam eine Lokalität, eine allgemeingültige Lokalität, kann man sagen, weil genau der Punkt dessen, dass das eine Lokalität ist, tatsächlich eine ganz besonders intensive Wahrnehmung der besuchenden Gäste ist. Die BewohnerInnen dabei produzieren das, was für den Tourismus so unfassbar wichtig ist, nämlich diese Qualität des besonders Authentischen. Darum rankt das touristische Marketing ja auch sehr. Und genau dieses Authentische, Lokal-Authentische ist das, was ja vermeintlich sehr gut in Wert gesetzt werden kann. Dahinter steht eine gleichermaßen auch große Problematik, die gleichermaßen tourismussoziologisch auch sehr intensiv, auch im Kontext des Ferntourismus beispielsweise, des globalen Ferntourismus betrachtet und diskutiert ist, nämlich diese sogenannte Staged Authenticity, das Bühnengeschehen, zu dem alles, was, wenn Sie eben das Foto noch vom Landschaftstheater her so vielleicht vor Augen haben, das Bühnengeschehen, was passiert, und dass vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr dieses authentisch gelebte Charakteristikum hat, sondern wenn wir jetzt daran denken, globale Tourismusströme, die in beispielsweise den globalen Süden geschickt werden und dort eben Cultural Villages beispielsweise besucht werden, wo eben nicht mehr das authentisch gelebte Kulturgeschehen in Wert gesetzt ist. Ja, also diese Problematik, die streifen wir hier nur. Wir sehen die großen Pluspunkte, das Creative Placemaking, das durch Kulturtourismus in ländlichen Räumen zustande kommen kann, das Element von Community Building, das darin auch verankert ist. Und auf der Ebene von Image von Regionen natürlich exponentielle Gewinne. Die Empfehlungen, die damals zu ziehen waren und die auch noch heute gelten, sind die lokalen Anknüpfungspunkte von Kultur- und Lebensräumen, die genutzt werden sollten, um guten Kulturtourismus in ländlichen Räumen zu entwickeln. An die permanenten Stätten, also das, was da ist, sollte nach Möglichkeit Performatives angeknüpft werden, sodass Kulturgeschehnisse entstehen, wo BewohnerInnen als Besucher, Empfehlende und VermittlerInnen aktiv sind, also aktiv eingezogen sind und so Regionen partizipativ bespielt werden. Das kann mit beteiligungsorientiertem Creative Tourism, auch den finden wir beispielsweise in der Region rund um Hildesheim mit Rosen und Rüben, sehr gut. Oder auch mit den partizipativen Geodatenlokalisierungen sehr gut gemacht werden. Ja, Prozessorientierung ist angesagt. Es geht um etwas gemeinsam zu entwickeln, um eben Regionen voranzubringen, wenn sie sich kulturtouristisch entwickeln möchten. Ein weiteres Modell, das ich damals entwickelt hatte, beschäftigt sich explizit mit dieser Konstellation von Außen- und Innensichten. Das Innenverortetsein der Bewohnerinnen und Bewohner und dem von außen hinzukommen der touristischen Gäste. Es sind hier auf der einen Seite quasi die Seite der lokalen Alltagskultur einer Region, die Innensicht, in denen die BewohnerInnen in den wenigstens drei Dimensionen als Empfehlende, als selbst Gäste an dem lokalen Kulturtourismusangebot oder vielleicht sogar
Und das ist bei Rosen und Rüben ganz häufig gegeben, selbst als Akteure des lokalen Kulturtourismusangebots. Auf der rechten Seite sehen Sie hier quasi die Seite des Außen, die Reisekulturnutzung, also eine Alltagskultur, die anderswo, wo sogar global gegeben ist, der Außenblick. Und hier sehen wir die Gäste, also durchdekliniert auf die Punkte, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, als vielleicht ehemalige oder zukünftige Gäste aufgrund von Empfehlungen von Bewohnerinnen und Bewohnern. Oder wir haben sie hier als ehemalige Bewohner. Auch das ist empirisch durchaus gar nicht so selten, zumindest in meiner Erhebung der Fall gewesen. Wir können sie natürlich auch hier finden als Gast auf Datenplattformen, die in welcher Weise immer kundtun, was in der schönen Region beispielsweise von Rosen und Rüben so zu erleben ist. Ja, damals schon 2018 absolute Potenziale im Hildesheimer Land zu sehen. Es war schon da eine super gut eingeführte Kulturreihe oder mehrere zu sehen, viele auch originelle Formate, die durchaus auch schon eine Form von touristischer Inwertsetzung, zumindest als wirklich sehr ratenswertes Potenzial mitbringen, weil eine sehr verstetigte und community-orientierte Form der Aktion hier vorhanden gewesen, schon sichtbar gewesen ist. Ja, kreative Authentizität war so ein bisschen das Schlagwort, das ich der Region Rosen und Rüben hier unbedingt attestieren konnte. Was ist seitdem geschehen? Wirklich eine ganze Menge. Hier ist ja nochmal wirklich in der Zeit, die durch die sehr gute Dokumentation und ja auch Evaluation, die ja auch im Internet sichtbar ist, zu sehen ist. Zwischen 2018 und 2021 wurde in dem Gefüge der Aufstellung sozusagen von Rosen und Rüben mit Marketing, Verwaltung, Politik und Wirtschaft, Wirtschaftsförderung, in drei Segmenten ein Label wirklich entwickelt. Unter anderem die Kulturzeit, also die Veranstaltungs-, das performative Format ist absolut in die Höhe gegangen, auch mit rein zahlenmäßig. Es hat also eine gute Verbreitung nochmal erfahren in der Region. Vernetzung hat in Form von verschiedensten Formaten, sei das in Form von Konferenzteilnahmen oder auch Teilnahmen in Vernetzungstreffen. Und dann natürlich in dem hyper- und übergeordneten Entwicklungsprozess im Kontext der Kulturhauptstadt Europa-Bewerbung natürlich nochmal ein richtiger Boost auch auf die internationale Ebene und ganz sicherlich mit einem großer Tiefe an Professionalisierung des Gesamtgeschehens. Ja, sehr schön und sicherlich auch sehr wichtig, dass so etwas gelungen ist wie die Entwicklung eines gastronomischen Labels parallel oder als ein Bestandteil, als ein Blatt der Rose von Rosen und Rüben. Wichtiges Potenzial. Man kann sehen, dass in einem Modell klassischer Tourismusdestinationsentwicklung Rosen und Rüben und die Region Hildesheim schon echt weit oben angekommen ist. Mit so einem Blick in die Vergangenheit, wie über Verschönerungstourismus, Fremdenverkehrsvereine, Destinationsbauen sozusagen über entsprechende Management-Einrichtungen. Das Entwickeln einer Regionalmarke oder eines Regionalmanagements, da ist quasi Rosen und Rüben mit dem Ankerkultur da drin ohnehin und eben diese besondere Verfassung als sehr partizipative Aufstellung dieses Labels kann man schon ziemlich berechtigt davon sprechen, dass das eine partizipative Destination wird, die hier entsteht. Ja, einen kleinen Blick in die Debatten, den Diskurs. Man muss, um das also ein bisschen auf so zentrale Punkte zu bringen, sagen, dass einfach diese Beschäftigung mit dem Faktor Partizipation von Einheimischen in Reisedestinationen einen absoluten Boost erlebt. In den zurückliegenden 5 Jahren
ist hier also dieses Thema gar nicht mehr wegzudenken. Ich kann das deshalb sagen, wo ich gerade mich beschäftigt habe mit den internationalen Journals für Kulturtourismus und mit dem Blick auf die zurückliegenden 5 Jahre. Und muss sagen, es ist wirklich beeindruckend, wie sogar tourismuswissenschaftliche Medien sich damit beschäftigen, wie Bewohnerschaften mit dem touristischen Geschehen zurechtkommen, wie sie sich einbringen, was Erfolgsmodelle sind, wie Kultur sich hier entwickelt oder auch nicht. Und das ist vor, sagen wir, 10 Jahren noch überhaupt gar nicht denkbar gewesen. Es ist also wirklich eine Entwicklung, die für partizipativen Kulturtourismus spricht. Ja, das hat auch damit zu tun, dass die soziale und kulturelle Nachhaltigkeit als eine Säule der Nachhaltigkeit neben Ökologie und Ökonomie in verschiedenen Ebenen einfach ein zu erfüllendes Qualitätskriterium zwischenzeitlich geworden ist. Das gilt ganz besonders beispielsweise auf der globalen Ebene für die Nominationspraktiken des UNESCO-Weltkulturerbes. Da sind wir dann stark wieder beim Heritage Tourismus, also beim Geschichtstourismus, aber auch in der Tourismuswirtschaft insgesamt. Nachhaltigkeit ist ein Faktor, der nicht mehr umgangen werden kann. So kann man davon sprechen, das ist tatsächlich ein Zitat, guter Kulturtourismus ist partizipativ und nachhaltig. Und das wahrscheinlich besonders in ländlichen Räumen. Beziehungsweise meine These an dieser Stelle ist, das haben ländliche Regionen ohnehin. Und wie kann man diesen Schatz jetzt wirklich noch weiter nach vorne? Ja, zum Diskurs noch weiter. Den haben Sie ja auch hier betrieben in dem Netzwerk und mit Rosen und Rüben. Sie haben zuletzt mit Frau Pröbstle über Zielgruppen, also unterschiedliche Typen von Kulturtouristen, Touristinnen gesprochen oder mit Herrn Feil über ja quasi Entwicklungsmodelle, wie ländliche Regionen in besonderen Förderkontexten sich weiterentwickeln. Wenn wir jetzt nochmal schauen darauf, wie ist der Tourismus eigentlich zurzeit so drauf, da muss man sagen, es ist natürlich außerordentlich schwierig. Es ist die Pandemie ein existenzieller Einschnitt für die gesamte Tourismuswirtschaft. Da können wir ja aus der Kulturperspektive sagen, ja, natürlich, das trifft uns gleichermaßen, also Kulturtourismus in doppeltem Sinne betroffen vielleicht. Für den Tourismus selber kann man sagen, ja, war die eindeutige Aussage 2021 39% weniger Übernachtungen als noch im Vorpandemiejahr 2019. Das ist also wirklich mehr als eklatant. Tja, und ein anderer Faktor dabei, der Inlandstourismus, der verändert sich auch. Und hier kann man vielleicht sagen, das ist schlimm mit der Corona-Pandemie. Vielleicht gibt es aber da auch so Begleiterscheinungen, die uns in dem Thema, in dem wir heute hier zusammensetzen, vielleicht gar nicht so pessimistisch in die Zukunft schauen lassen. Während 2019 noch getitelt wurde in der Tourismusanalyse, noch nie verreisten mehr Bundesbürger als heute, und Themen wie Overtourism und Fernreiseboom in Zeiten des Klimawandels, Fragezeichen, wie geht das, Themen waren, so sieht das 21 in der Tourismusanalyse noch schon wirklich ganz anders aus, Corona, NDRT, fast alles. Und der Inlandstourismus ist derjenige, der wächst. 2020, das schreibt die Tourismusanalyse 2021, weil sie ja zurückblickt, da ist der Inlandstourismus um tatsächlich 21% gestiegen. Für Niedersachsen sind es 4,1% mehr, nachdem 2019 in ähnlicher Weise schon einmal aufgestockt wurde. So, jetzt bin ich hier beim letzten Punkt meines Impulsvortrags. Wie sieht das mit der Selbstwahrnehmung und dem Engagement im Kulturtourismus und der Nachhaltigkeit aus? Zum einen, Kultur in ländlichen Räumen ist ohne freiwilliges Engagement kaum denkbar. Das ist Ihnen sicher alles, also brauche ich gar nicht weiter auszuführen, das ist Ihnen sicher bekannt. Ländliche Räume sind anders als die großen Metropolen eben schwer darauf angewiesen, dass Menschen sich einbringen, jenseits der Kultureinrichtungen, die es ja auch in geringerer Zahl gibt und eben trotz der geringen auch finanziellen Ausstattung, die dem Kulturfeld in ländlichen Räumen zukommt.
Ländliche Räume sind partizipativ im Kulturgeschehen aufgestellt. Engagement ist hier tief verankert, da hier ein kleiner Spoiler. Wir haben am Zukunftszentrum Holzminden-Höxter, wo ich tätig bin in dem Forschungsprojekt, das ich gegenwärtig bearbeite, haben wir kürzlich einen Podcast hergestellt. Da ist sehr intensiv mit dem Faktor Partizipation im ländlichen Kulturfeld, haben wir uns auseinandergesetzt und wir haben ein Statement gegeben, Kultur in ländlichen Räumen keineswegs ein Platz, wo nichts los ist, sondern kein Platz, an dem nichts los ist. Da ist ganz viel los. Ja, das alles scheinen in jedem Fall gute Argumente dafür zu sein, dass Kulturtourismusregionen ländliche partizipativ sehr gut bespielen. Wenn wir da jetzt schauen, Engagement im ländlichen Kulturtourismus, da gucken wir nochmal zurück. Bewohnerinnen sind sehr engagiert, sie sind die relevanteste Informationsquelle im ländlichen Kulturtourismus und sie erzeugen dieses hochwertvolle Phänomen der Authentizität ländlicher Kulturregionen. Die BewohnerInnen partizipieren und sind deshalb relevant als BesucherInnen, als EmpfehlerInnen und als VermittlerInnen. Und in der gelungenen partizipativen Destination, wo wir mit Rosen und Rüben schon mit einem Bein drin stehen, sind sie eben auch in hoher Zahl Anbietende des kulturtouristischen Geschehens. Wir haben an dem Forschungsinstitut, an dem ich arbeite, einen Schwerpunkt zur Forschung, zu Engagement und Teilhabe in ländlichen Regionen. Und ich möchte hier ein bisschen den Bogen schlagen dahin, dass das, was hier am Zukunftszentrum Holzminden-Höxter in mehreren Forschungsstudien bearbeitet wird hinsichtlich des Engagements im mildtätigen Bereich, also im sozialen Bereich, auch in ganz und gar für den Kulturbereich zu denken ist. Es gibt zentrale Studien zu den Grundlagen dessen, wie Engagement zu denken ist. Ich sage ja übrigens auch ganz bewusst nicht ehrenamtliches Engagement oder Ehrenamt, weil das ja eben einen formalen Kontext braucht. Das ist häufig im Kulturfeld nicht gegeben. Corsten Kaupert-Rosa haben in der wirklich grundlegenden Studie von 2008 die Dimension der Mittlung zwischen dem subjektiven Antrieb und dem gemeinsamen Ziel, dem Eigensinn und dem Wir wollen tun, herausgearbeitet und auch herausgestellt, dass hier die größten Gefahren dafür bestehen, dass Menschen ihr Engagement abbrechen. Das ist tragisch und traurig und in ländlichen Regionen tatsächlich, wo es ja immer auch ein bisschen um die Schwierigkeit geht, Nachwuchs zu bekommen, auch für das Ehrenamt etwas, das tunlichst zu verhindern und zu vermeiden ist. Diese Essentials der aktuellen Engagementforschung, wie sind die auf den Kulturtourismus anwendbar? Also wie ist Kulturtourismus mit den Faktoren für nachhaltiges Engagement zusammenzubringen? Hier kann man eins zu eins übersetzen, dass diese Ebene, dass dies nicht nur für die aktiven BewohnerInnen und Bewohner, sondern auch für die Gäste gilt, die touristischen Gäste, die von außerhalb kommen. Auch die kommen irgendwie vom Ich zum Wir. Und ich schlage hier einen Bogen zu der aussagekräftigen und hier sinnreichen Studie des Soziologen Hartmut Rosa, der ja mit seiner 2016 vorgestellten Publikation Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehungen, ein sehr umfassendes Modell an die Hand gibt, die Beziehungen, die Menschen mit untereinander, mit Dingen und mit ihrer Umwelt eingehen, als Grundmodell dessen zu begreifen, wie wir verstehen können, wie Dinge funktionieren. Und meine These an dieser Stelle ist zu sagen, das können wir auch im Kontext vom Tourismus. AkteurInnen bringen sich ein, weil sie Spaß daran haben. Das ist empirisch in vielen Studien der Faktor, der wichtig ist. Sie wollen Gemeinschaft erfahren und unterstützen und in dem Punkt auch in ländlichen Regionen Kultur ist einfach auf das Engagement angewiesen und das wissen auch die Leute, die da tätig werden.
Wir haben eben gesehen, die Gäste, die wertschätzen ausdrücklich dieses Engagement, das die BewohnerInnen an den Tag legen und wertschätzen dies und erleben sich als willkommen. Und hier kann man sagen, also schon aus diesen Studienergebnissen geht eigentlich hervor, dass die spezifischen Qualitäten des ländlichen Kulturtourismus sowohl für die anbietenden AkteurInnen wie auch für die touristischen Gäste ein ganz klares Votum dafür geben, dass ländlicher Kulturtourismus per se sehr gute Voraussetzungen hat, durch Partizipation zur Nachhaltigkeit zu kommen. Ja, und ich war eigentlich gar nicht so überrascht, aber kürzlich stieß ich auf eine Studie vom Zukunftsinstitut. Sie ist 2019 veröffentlicht worden, wo tatsächlich haargenau dieser Faktor von Resonanz als zentraler Punkt genommen wird, um quasi Zukunftstourismus zu denken. Der neue Resonanztourismus, herzlich willkommen, Ausrufungszeichen, titelte diese Studie, und ich will jetzt in aller Kürze und ohne sie hier mit schweren Theorien zu überfrachten, einfach so jetzt sollte ich eigentlich fertig gewesen sein, ich bin aber gleich fertig. Hier wird von der soziologischen Perspektive ausgesprochen, der spätkapitalistische Hyperindividualismus, indem es darum geht, dass wir uns alle als sehr auch ja kreativ mit Reckwitz herausstellen, dass wir sehr uns als Individuen, als Subjekte konturieren und auch ausspielen, dass auf diesen Hyperindividualismus, der übrigens auch Big Data im Tourismus sehr befördert hat, weil immer konkreter kleinste Zielgruppen passgenau mit Angeboten quasi modelliert werden konnten, dass hierauf eine Art Wertewandel hin zu Verbundenheit, Zugehörigkeit, Resonanz, Beziehungen zu Mensch, Natur und Dingen folgen wird. Und 2019 erschien damit auch übrigens vor der Pandemie. Ja, hier noch zum Abschluss ein Zitat: Durch ein in Resonanz treten sind Erfahrungen unmittelbarer und Menschen erleben so Selbstwirksamkeit und Selbstveränderung. Was heute noch nach einem Nischentrend aussieht, wird zum Anspruch der Masse an die Qualität ihrer Reiseerfahrungen. Ja, und hier kann man, wenn man sich vergegenwärtigt, da geht es darum, auch zu beschreiben, was die touristische Masse, nicht nur in dem kleinen Inlandstourismus, sondern auch im internationalen Tourismus in der Zukunft an Wünschen äußert. Da sind wir schon ganz nah bei dem, was wir eben über den ländlichen Kulturtourismus ohnehin wissen. Darum denke ich, es gibt sehr, sehr große Potenziale. Und darüber möchte ich als quasi implementierten Bestandteil dieses Vortrags mit Ihnen partizipativ gemeinsam weiter nachdenken. Und zwar, indem wir jetzt den Rückspiegel verlassen und gleich nochmal eine kleine Zeit für Fragen und direkte Feedbacks geben, aber dann auch in einer kleinen Gruppe im Breakout eine Aufsicht, eine Draufsicht auf das Geschehen bei Rosen und Rüben hier und jetzt oder aber der Region, wo Sie vielleicht, wenn Sie anderswo herkommen, sich verorten, um dann gemeinsam im Plenum einen Ausblick zu geben. Ja, vielleicht stoppe ich mal an dieser Stelle meine Übertragung und freue mich auf Nachfragen. Bis hierhin erstmal. Wir haben noch keine Rückfragen im Chat. Ich glaube, es waren alle völlig gebannt und hatten überhaupt keine Gelegenheit, nebenbei eine Frage einzutippen. Aber jetzt sind Sie alle sehr gerne aufgefordert, Rückfragen zu stellen. Vielleicht gibt es auch erste Verständnisfragen, dass nochmal bestimmte Begriffe erläutert werden sollen. Also bitte heben Sie entweder die Hand über Reaktionen oder wenn Sie diese Funktion nicht finden, dann bitte ich Sie einfach, Ihr Mikro auszuschalten und einfach Ihre Frage direkt zu stellen.
Ich hatte eben eine gehobene Hand gesehen. Nee, das war eine Beifallhand. Okay. Bei Chris Mielke nehme ich an, oder ist es eine Beifallhand? Ja, vielen Dank. Nein, eine gehobene Hand. Ja, dann Chris, bitte. Ja, hallo, Beifall würde mir gar nicht einfallen. Doch, natürlich Beifall für den Vortrag. Vielen Dank, Katja. Fand ich wirklich spannend und ich würde das gerne noch mal vertiefen. Aber als Regionalberaterin des Landesverbandes frage ich natürlich Fördermöglichkeiten, weil das ist ja ein Wahnsinnspotenzial, das du da aufzeigst, nicht nur für die Region Hildesheim, sondern überhaupt für Niedersachsen. Als Beraterin kenne ich ja viele Regionen, die von diesem Wissen auch profitieren könnten. Und weil auch mit meinem Job frage ich, gibt es Fördermöglichkeiten aus der Tourismusecke, nicht aus der Kulturecke, diese Potenziale zu stärken? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Tatsächlich sehr abhängig von der konkreten Region oder auch Destination, in der etwas Fördernswertes lokalisiert ist. Meiner Beobachtung nach ist eine standardmäßig gute Möglichkeit, so der Punkt Tourismus dort festgeschrieben ist, über die LIDA-Förderungen voranzugehen. Tatsächlich muss ich so ein bisschen sagen, sind die Felder des Tourismusmanagements und der Kultur in Regionen häufig ja immer noch recht weit voneinander entfernt. Es gibt eben nicht sehr viele Regionen, die das wirklich schon als Schatz gefunden haben, diese Verbindung zwischen Tourismus und Kultur lokal vor Ort. Da, wo diese Synergie dieser Link geschlagen ist, sollte eine gute Möglichkeit bestehen. Also das ist aber eher eine Forderung, die ich hiermit formuliere. Ich habe, abgesehen von dem Modellprojekt Die Destination als Bühne, die ja hier gerade im letzten Vortrag von Thomas Feil vorgestellt wurde, wenig konkrete Förderprogramme gesehen, die sich genau um diese Verbindung kümmert. Das hat sicherlich nicht nur mit dem Fakt zu tun, dass eben die Ziele so extrem unterschiedlich sind oder einfach in andere Richtungen gehen und sehr viel gut sortiert sein muss, damit Kultur und Tourismus gut in Synergie miteinander kommen. Ne, denn auch der Tourismussektor muss erstmal eine ganze Menge verstehen, um dann quasi die richtigen Sachen zu fördern oder die richtigen Sachen fördern zu wollen. Ja, vielleicht soweit. Deine Frage. Jetzt sehe ich dich nämlich nochmal mit der Hand oben. Ich hebe sie dann auch gleich das letzte Mal. Es sei denn, niemand anders meldet sich. Dann melde ich mich halt die ganze Zeit. Katja, ich sehe da aber wirklich im Grunde, finde ich es richtig, dass du daraus eine Forderung formulierst, ja, hier ein gemeinsames Interesse der Kultur und auch der Wirtschaft, also den Gastronomien und auch die Übernachtung, das ist ja für alle Beteiligten interessant, zusammenzuarbeiten. Und vielleicht muss man mal auf Verbandsebene zusammenkommen, um zu sagen, welche Fördertöpfe könnte nämlich das Land Niedersachsen speziell dafür anbieten, weil für die Soziokultur ist das ja Schatz, mit dem wir jetzt einen Fund, mit dem wir jetzt auch losgehen können, wenn wir die Förderung im ländlichen Raum stärken wollen. Ganz bestimmt. Da kann ich vielleicht so ein bisschen noch darauf hinweisen, was die Anlaufschwierigkeiten aus der touristischen Blickrichtung sind. Tourismus ist darauf angewiesen, um etwas in Wert setzen zu können oder ein Produkt anzubieten, dass das, was im letzten Jahr gewesen ist, auch so in 3 Jahren noch sein wird. Also die Laufzeiten, die sind häufig ein bisschen schwierig. Also es bedarf dann wirklich der Bereitschaft, sich auf flexible Geschehnisse einzulassen und ein Format zu finden, das eben genau das schafft, bis in den letzten kleinen Ort hinein zu lenken. Denn dass es wirklich Argumente dafür gibt, das zu wollen, das habe ich ja zu Anfang, also eben mit den Ergebnissen der Studie belegen können. Und
auch wenn man darauf schaut, wie jetzt beispielsweise in anderen Sektoren, im Bewegungssport zum Beispiel, mir fällt jetzt hier spontan Mountainbike ein, wie das da geschafft wird, auch wirklich Areale, die eigentlich ja, also wirklich verbindlich abgescannt werden müssen, damit da niemand falsch geleitet wird, dann könnte es eine Forderung sein, zu sagen, ja, auch das Kulturfeld ist ein Parcours, durch den sich oder durch das sich Touristinnen und Touristen bewegen und sie suchen genau das lebendige Geschehen und das Geschehen auch, was eben nicht wie ein UFO irgendwie bunt und laut von oben kommt und nichts mit dem zu tun hat, was da vor Ort eigentlich ist. Also, ne, wenn man sich vorstellt, ein musikalisches Geschehen, Theater, Kunst, das sind Formate, die eben solche Flexibilität dann bereithalten sollten. Das ist vielleicht auch ein Aspekt, der so ein bisschen zielt auf dieses Potenzial von Creative Tourism, also gemeinsam kreativ werden als etwas, was ganz besonders gut in ländlichen Räumen angedockt werden könnte und wo dann auch eben diejenigen, die das anbieten, wirklich was von haben. Jetzt eine Nachfrage von Uli Heinke. Ja, danke schön. Ich frage mich beim Zuhören, Verhältnis von Kultur und Tourismus, wie weit beeinflusst die Verwendbarkeit oder sagen wir die Zusammenhang mit dem Tourismus, die Inhalte, die kulturell eingebracht werden können oder aus denen heraus sich eine touristische Attraktivität ergibt. Wenn ich mir überlege, dass Kultur durchaus auch subversiven Charakter haben kann, kritischen Charakter haben kann, gesellschaftskritischen Charakter haben kann, dann setze ich ein Fragezeichen, ob jede Form von kultureller Äußerung sich im Rahmen der Partnerschaft mit Tourismus verwirklichen lässt. Also es ist auch ein Vorsichtszeichen, was ich sehe. Wir kennen das ja auch im Verhältnis Kultur und Wirtschaft. Das Autonome eben der Kunst kann durch Partnerschaften mit solchen Zweigen wie Tourismus, Wirtschaft und andere durchaus einen ihrer Kerne verlieren. Das ist ein Gedanke und gleichzeitig eine Frage. Ich kann Ihnen da nur unumwunden recht geben. Das ist natürlich die große Fallhöhe und auch die Gefahr. Ich hatte das eben mit dem Begriff dieser Bühnensituation, der Authenticity, die nur staged ist. Da das ein Aspekt ist, der aus der soziologischen Debatte, aus dem globalen Tourismus kommt, geht es da eigentlich um auch die existenzielle Dimension des Verschwindens ganzer Kulturen, die eben geschluckt werden vom globalen Norden und die dann eben noch mit großen Reiseströmen durchaus besucht werden, aber die keinerlei Chance haben, tatsächlich als bestehende Kultur noch weiter fortzuexistieren. Und Sie haben natürlich völlig recht, dass die Neigung, touristische Angebote mit kritischen Inhalten oder reibungsbietenden Inhalten in Wert setzen zu wollen, die ist natürlich eher gering. Aber es geht. Und da gibt es auch gute Beispiele. Da ist wahrscheinlich richtig darauf hinzuweisen, dass das an dem Punkt wirklich auch eine gute Qualität gefordert ist. Mir fällt da spontan ein, einiges, was ich aus dem Tourismus Österreichs kenne, zum Beispiel das Salzburger Land, das sich tatsächlich in die touristische Strategie auch reingeschrieben hat, auch die Herkunft Adolf Hitlers mit zu thematisieren. Also nicht allen Reibungspunkten aus dem Weg zu gehen, sondern ganz im Gegenteil, sie auch anzusprechen. Oder ein anderes Beispiel, auch aus dem Österreich-Tourismus, das Thema Avantgarde, avantgardistische Kunst, in und aus ländlichen Räumen heraus. Und da ist man sehr leicht bei dem Thema Festival. Also ich habe hier so ein Beispiel vor Augen, das ist halt ein Avantgarde-Kunst-Festival im ländlichen Raum, das ja quasi eine Plattform des wenigstens europäischen Kunstgeschehens, also so als solches zu verstehen ist. Insgesamt ist es sicher sehr, sehr richtig, dass um dieses den Aspekt von Qualität und auch die unterschiedlichen Dimensionen, unterschiedliche Richtungen
von Qualitätsentwicklung, was auf der einen Seite Qualität ist, ist für die andere, also was für die Kulturqualität ist, ist für den Tourismus vielleicht eher mal nicht Qualität, sondern schwierig und andersrum. Und da geht es ganz sicher darum, diese beiden quasi Bereiche so zueinander zu bringen, dass zumindest manche Schnittmengen passieren. Denn es muss ja auch nicht der Anspruch sein, wirklich alles in den großen, weit in die Ferne dringenden Tourismusradius zu bringen, sondern vielleicht manches, um dann das ganze Viele, was in der Fläche vorhanden ist, insgesamt quasi auf einen touristischen Flügel mitzunehmen. Ja, also da gilt es ganz sicherlich eben diese ganz konkreten Aspekte Punkt für Punkt eben so zu durchdenken und in die unterschiedlichen Logiken hineinzudenken. Danke. Zeit würde ich jetzt vorschlagen, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, es sieht jetzt gerade nicht so aus, dass wir uns jetzt nochmal ganz konkreten Fragen widmen, die wir gerne gemeinsam ein bisschen besprechen wollen. Wir haben uns das jetzt so vorgestellt, dass wir Sie alle in verschiedene Räume verschieben. Keine Angst, Sie haben immer die Möglichkeit, auch hier in diese Hauptsession zurückzukommen. Und wir wollen Sie mit drei Fragen in diese Räume verweisen und darum bitten, dass Sie sich, ich werde diese Fragen auch gleich nochmal an Sie alle senden. Sie müssen sich das jetzt nicht unbedingt aufschreiben, dürfen das aber gerne vorab schon tun, dass Sie sich gemeinsam nochmal dazu austauschen zu den Punkten, was läuft aus meiner Sicht bei Rosen und Rüben erfolgreich oder wenn Sie nicht aus der Region Hildesheim sind, dass Sie sich das für Ihre Kulturtourismusregion überlegen, also was läuft aus meiner Sicht bei Rosen und Rüben oder zum Beispiel im Landkreis Hildesheim kulturtouristisch erfolgreich. Der zweite Punkt wäre, mein subjektiver Antrieb für mich ist oder mich zu engagieren ist zum Beispiel fachlicher Natur, beruflicher Natur, zivilgesellschaftlich, dass Sie im bürgerschaftlichen Engagement ganz stark sind. Also das können Sie ebenfalls in dieser Runde besprechen, also der subjektive Anspruch. Und dann, welche Zielgruppen sprechen wir eigentlich erfolgreich an? Oder wen erreichen Sie, wenn Sie über Ihr Kulturtourismus, Ihre Destination sprechen? Oder wen möchten Sie vielleicht auch erreichen? Das sind die drei Fragen. Ich habe sie schon ein bisschen eingeteilt in diese Breakout-Sessions. Und das wird jetzt 15 Minuten laufen. Danach bekommen Sie eine kurze Information. Wenn ich es jetzt einstellen könnte, wäre es so jetzt. So, 15 Minuten. Sie werden automatisch in diese Räume verschoben. Und ich würde Sie bitten, dass Sie in diesem Raum, in dem Sie dann sind, dass eine Person ein kleines bisschen mitschreibt, um zum Ende hin einen ganz kurzen Abriss zu geben. Eher vielleicht die drei wichtigsten Stichpunkte, die gekommen sind. Hier bekomme ich schon eine Nachricht, wer in welchen Raum möchte. Das ist alles, diese Fragen werden in allen Räumen gleich behandelt. Also es ist jetzt nicht so, dass Raum 1 Frage 1 behandelt und Raum 2 Frage 2, sondern wir bitten Sie, alle Fragen in allen Räumen zu behandeln. Wir wissen, dass es aufgrund der Teilnehmerzahl nicht so sein wird, dass Sie alle zu Wort kommen werden. Vielleicht gibt es auch Personen bei Ihnen, die sagen, ach, ich höre lieber zu. Und ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß. Sie haben, wie gesagt, jederzeit die Möglichkeit, zurückzukehren. Es wird auch hier eine Gruppe sein. Und ich wünsche Ihnen allen sehr viel Spaß, außer es gibt jetzt noch eine Rückfrage zu diesem Format. Das sieht nicht so aus, dann drücke ich mal aufs Knöpfchen. Das zweite war dann in dem Bereich, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, die Frage,
einmal, was ist das Subjektive, der subjektive Antrieb? Da waren wir eigentlich sehr unterschiedlich, weil wir meistens nur Rezipienten waren. Aber das andere war einfach, sich für die Umwelt, für sein Dorf zu engagieren und auch Spaß zu haben dabei. Und das dritte war eindeutig Mittelalter. Also die Generation mittleren Alters. Aber da wurde ganz klar auch gesagt, die Gäste, die aus der Stadt und aus dem städtischen Umfeld kommen, die es eben halt im ländlichen Bereich urig, ursprünglich finden. Und damit auch die Balance zwischen Bewohnern und Gästen ist sehr ausgewogen bei den Aktivitäten in Hockeln. Das war so der Schwerpunkt. Da mache ich Punkt. Gruppe 2 rein. Birgit Rottmann, Uli Heinke, Jürgen Zinke und Ralf Neite ist, glaube ich, schon weg. Aber vielleicht kann dort jemand zusammenfassen. Ja, ich bin auserkoren worden. wir haben Stichworte. Anfängliche Skepsis zum Logo, also zum Label, aber Entwicklung positiv bis hin zur Bewunderung heute, weil die auch bei der Qualitätsanspruch genannt wird, permanent. Also das, was am Anfang so ein bisschen ja, so selbstgestrickt wirkte und man wusste nicht genau, wie wird das und wird das mit Qualität zu tun haben, ist durch den Qualitätsanspruch, der durchgehalten wird und abgefordert wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist einer der Erfolgsgeschichten, die mit diesem Label zu tun haben. Vernetzung ist auch ein Thema, was wir als positiv empfunden haben. Bei der persönlichen Stellungnahme ging es auch um die Frage Spaß. Wir haben Spaß daran, ich habe Spaß daran. Ich, also mal 3 oder mal 4. Die Kommunikation ist wunderbar, die man erlebt. Und es ist, das ist meine persönliche Ansicht, es ist ein Beitrag zur Regionalentwicklung, und zwar ein substanzieller Teil, Bestandteil der Regionalentwicklung. Die Zielgruppen scheinen uns undefiniert zu sein, da ist uns nichts Spezifisches eingefallen, was wir aber nicht als negativ empfunden haben. Der Vergleich wurde gemacht mit der kulturellen Landpartie oben im Wendland. Rosendrüben hat sich mit dieser gleichen kann sich mit dieser gleichen Popularität weiterentwickeln. Defizit wird gesehen in der Gastronomie. Dieses wunderbare Gedanke, Kultur, also Kulturaktionen und das Essen als Kulturausdruck zu verbinden, regionale Produkte und so weiter, funktioniert bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern vor Ort sicherlich. Also Kulturladen macht Kürbissuppe mit Kürbis aus der Region und so weiter und Eis aus Hari, aus dem Ammergau. Aber der Anspruch, dass die Gaststätten in gewisser Weise einbezogen sind, der ist zumindest im Ammergau entwicklungsfähig noch. Das so im Schweinsgalopp so einige Stichworte aus unserer Gruppe gesagt. Grundsätzlich sehr positives Feedback und man ist sehr erfreut über die Entwicklung, die Rosendrüben genommen hat. Sowohl aus beobachtender Sicht als auch aus der Praxis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Dankeschön für diese Zusammenfassung. Dann kommen wir zu dem dritten Raum. Gabriele Heinrich waren das, Frau von Hassel, Harald Strube, Hans-Günther Scharf und Inga Heine. Gibt es da jemanden, der zusammenfassen möchte? Es gibt hier keinen Zwang. Wir haben nicht drüber gesprochen, wer es tut, aber da sich jetzt keiner zuckt, mache ich das mal kurz. Wir sind bei Weitem nicht zum Ende gekommen. Von daher nur ganz stichpunktartig das, was noch nicht genannt wurde. Einiges war da schon dabei. Rosen und Rüben ist eben auch als ein Verknüpfungspunkt wahrgenommen worden oder als eine Institution, zu der man eben auch kommen kann und die dann eben Verbindungen zu den unterschiedlichsten Akteuren im Landkreis schafft, was als sehr positiv benannt wurde. Und die Hefte und Publikationen der Initiative bieten natürlich auch Orientierung, Anregung und Ähnliches. Zum Thema Tourismus vielleicht noch. Oder diese Frage Kultur und Tourismus und Verbindung schaffen, haben wir die Schwierigkeit auch gerade in dem mangelhaften ÖPNV im Landkreis gesehen.
Also die Fragestellung, wie erreiche ich eben die kulturellen Events? Das hätte für mich auch noch so die Fragestellung, wenn man Kinder und Jugendliche eben erreichen möchte, muss man ihnen natürlich auch die Möglichkeit geben, wirklich physisch teilzunehmen. Und da mangelt es wirklich an vielerlei Stelle. Und wenn es dann keinen ÖPNV gibt, dann wäre es natürlich dann ganz sexy, wenn es eben ein entsprechendes Radwegenetz oder Ähnliches gäbe, was auch nicht vorhanden ist. Und gerade zwischen den Orten und den Dörfern ist es teilweise wirklich sehr, sehr gefährlich, sich dort eben mit Fahrrad und Ähnliches zu bewegen. So könnte man also über Infrastrukturmaßnahmen sicherlich auch die Resonanz auf Kultur nochmal komplett verändern. Wir haben es ja auch im letzten Jahr gesehen, im Oktober, als wir die Kulturerlebnistage hatten und dort die Möglichkeit hatten, in den Bus zu steigen und sich Sachen zu erfahren, wie positiv das angenommen wurde ist und wie verbindend das dann eben auch im wahrsten Sinne des Wortes war. Auch die Fragestellung der teilweise fehlenden gastronomischen Angebote wurde bei uns bewegt und mit Übernachtungen ist es zumindest an einigen Bereichen des Landkreises auch eben schwierig und wenn es Übernachtungsmöglichkeiten gibt, wurde teilweise eben dann der Standard auch so ein bisschen bemängelt, der dann nicht so da war. Ja, ich gucke mal so in die Runde bei meinen Mitstreitern. Ich bitte es zu ergänzen, falls ich was Wesentliches vergessen habe. Zwei Räume. Ich gebe mal einen Raum 4. Das waren Daniel Gart, Inken Schönrock, Katja Drews, Katrin Mertner, Klaus Weber, Christina König und Michael Schille-Schumacher. Ja, leider wollte niemand anderes zusammenfassen, deshalb tue ich das hier. Wir haben auch eine sehr, sehr schöne und auch lebendiges Gespräch miteinander gehabt. Sehr vielfältige Facetten. Ich fasse ganz grob zusammen und mache es auch kurz, weil wir ja noch einen weiteren Schritt vorhaben hier. Also, was gut klappt, ein riesiges Kompliment an das Marketing von Rosen und Rüben. Also das wurde ganz deutlich herausgestellt, dass die angenehme Art und Weise und auch ja, schöne Art und Weise der Marketingmaßnahmen und der Gestaltung dafür sorgen, dass alle dahin wollen. Das ist doch ein toller Ausdruck. Da muss man hin. Die subjektiven Antriebe, auch das kann ich auf einen ganz großen Kern reduzieren, der ganz, also quasi das der gemeinsame Teiler war, für die Region begeistern. Also dass auch aus ganz unterschiedlichen Gründen durchaus, also angefangen damit, dass es absolut Sinn macht, zuzusehen, dass Studierende nicht nur kurz da sind, sondern vielleicht auch bleiben wollen, über dieses aus der Stadt auch auf die Region aufmerksam machen und einfach die Region hier bekannt machen. Das ist also mehreren wichtig. Es war ein anderer Punkt, Räume teilen. Manche haben Räume, die sie zur Verfügung stellen können. Und wenn man das macht und Kultur einlädt, dann wird es vielfältig. Das war zum Beispiel auch so ein Antrieb, was da der Grund ist. Zielgruppen, da wurden eigentlich genannt alle Alter. Es gibt eine gute Ansprache aller Altersgruppen unterschiedlichster Zielgruppen. Da ist vielleicht auch so dieses Räumliche, wie schaffe ich aus der Stadt heraus, die Menschen in die Region zu holen. Ne? Also wie kriegt man die aus der Stadt dahin? Ja, soweit, so gut. Vielen Dank, liebe Katja. Dann haben wir noch einen Raum mit Katrin Morgenroth, Maike Becker, Petra Schröter, Rainer Cordes, Rainer Müller und Reinhard Wirries. Na, da darf ich mich an den Versuch machen, zusammenzufassen. Wir waren ganz Freestyle unterwegs. Also wir haben das gar nicht die Fragen nacheinander abgehackt, sondern haben uns einfach haben uns einfach gesagt, was wir noch so sagen wollten. Da
aus, wir haben die Rosen und Rüben gar nicht so genau betrachtet, aber die Kulturerlebnistage vom Netzwerk kamen ins Gespräch, woran dann nochmal irgendwie, wo sich einfach die Region zeigt mit ihrer ganzen Wärme, dem Ganzen, wo das Engagement so deutlich wird und dem guten Kuchen, also ne, diese Bestandteile, die einfach zur guten Veranstaltung gehören und wo man nochmal diese Ressourcen zeigen kann in der Vernetzung, die es hier gibt. Die Motivation waren ganz unterschiedliche. Also einerseits, dass man zum Beispiel aus dem Ambergau, dass man die Region nach vorne bringt, aber auch gegen das Meckern angeht, dass hier wohl nichts los sei, sondern sagt, nee, wir machen was und wir sind aktiv. Eine Motivation ist auch, junge Leute anzusprechen und auch den nicht nur Vereine und Zielgruppen am Leben zu erhalten, sondern auch weiter für Nachwuchs zu sorgen und auch deshalb mit aktiv zu sein. Genau, Leute von der Couch runterzuholen nach Corona, wo es ja auch gemütlich ist, aber Kultur kann noch mehr. Und dann gab es noch, genau, zu den Zielgruppen war es, genau, war es ganz gemischt. Also wir waren eine Runde von verschiedenen Akteuren aus Konzert, Sportbereich, Theater und da gab es auch noch Ideen aus anderen Städten, wie man richtige Großveranstaltungen machen können, wo es einfach Tausende und Hunderte an Engagierten anzieht, die dann mitwirken, als auch nochmal so eine Vision, wie es auch so sein kann. Das mag noch jemand ergänzen, aus meiner Gruppe. Glaube. Auch hier. Ja, noch ein. Super. Also es ist ja so, wir sind ein bisschen über unseren Zeitplan hinaus, aber das ist ja das Schöne an Zeitplänen, dass man sie aufstellt, um sie dann zu verwerfen. Das machen wir jetzt mal ganz flott, weil ich glaube, dass wir ein sehr umfassendes Bild bekommen haben. Und es fühlt sich so an, als müssten wir noch mal zu einem Termin einladen, wo wir genau zu diesen Themen sprechen und wo wir auch eine Einladung aussprechen, dass wir hier noch mal in einen konkreteren Austausch gehen und vielleicht in einen Think Tank, um zu überlegen, was kann eigentlich der nächste Schritt für Rosen und Rüben sein? Wo wollen wir hin? Natürlich hat die Planungsgruppe auch und das Team schon verschiedene Ideen, in denen wir jetzt oder an denen wir jetzt arbeiten. Und natürlich ist es so, dass wir ja auch finanziellen Restriktionen unterliegen. Das wurde vorhin ja schon mal genannt, also die Förderung von solchen kulturtouristischen Projekten in ländlichen Gebieten, gerade wenn sie über das Kinderalter oder das Kleinkindalter nach 2-3 Jahren hinaus sind, wird wahnsinnig schwierig. Diese Herausforderung haben wir auch vor Augen. Also deswegen sind es immer nur kleine Schritte, die wir tun können. Ich habe vorhin gesehen, wir haben ja auch jemanden vom Amt für regionale Landesentwicklung hier, Frau Böttcher. Das ist indirekt ein Wunsch an Sie. Sie haben es vielleicht vorhin auch schon gehört. Also wir wünschen uns natürlich auch, dass es in der Hinsicht wesentlich mehr Unterstützung geben kann, vor allem wenn man jetzt merkt, das ist doch ein sehr erfolgreiches Konzept, vor allem auch mit einer wissenschaftlichen Basis, auf die wir ja hier zurückgreifen können. Deswegen ist so ein Fachvertrag wie der heutige für uns auch sehr, sehr wichtig. Aber um jetzt hier einen Punkt zu setzen hinter meine langen Sätze, ich würde Sie jetzt auffordern wollen, wenn Sie noch eine dringende Frage haben oder meinen Sie, wollen noch unbedingt etwas loswerden, dann ist jetzt die Gelegenheit. Und ansonsten glaube ich, werde ich mich mit Katrin Morgenroth, unserer Projektleiterin, nochmal verständigen, dass wir doch am besten mal einen Folgetermin machen und zu einer ganz lockeren Ideenrunde einladen, weil dieses Potenzial, was hier da ist, zu schade ist, um es dann wieder in die Welt hinaus zu entlassen bis zum nächsten Fachvortrag. Also jetzt die Frage an Sie alle, ob es von Ihrer Seite aus noch eine Anmerkung gibt oder eine Nachfrage an Katja Drews, die Sie jetzt noch stellen wollen. Ansonsten können wir das natürlich auch im Nachgang weiterleiten, aber jetzt möchte ich nicht hier
Schluss machen und sie entlassen, ohne dass sie die Möglichkeit hatten, sich nochmal zu melden. Ich sehe aber niemanden. Seien Sie nicht schüchtern. Es sieht aber gerade wirklich so aus, als wenn der Bedarf gedeckt ist. So, es ist auch so, wir sind ja noch da. Und wir haben auch vor, noch eine ganze Weile zu bleiben. Sie können also uns auch im Nachhinein gerne noch Fragen stellen oder Anregungen schicken. Und ich kann Ihnen versichern, dass Sie noch mal von mir jetzt hören in den nächsten Tagen. Ich werde noch mal abfragen, ob ich Ihre Adresse speichern darf und werde den Link zu der Aufzeichnung mitsenden. Und ja, Katja, jetzt gebe ich noch mal das Wort an dich für ein Schlusswort vielleicht von deiner Seite. Ja, sehr gerne. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie alle so schön mitgegangen sind, diese unterschiedlichen Schritte des Einblickwerfen auf das Rosen- und Rüben-Geschehen. Das hat mir ganz großen Spaß gemacht und ich fand es auch toll zu sehen, dass das auch Sinn macht, dass wirklich all Ihr Wissen, Ihre Erfahrungen, Ihre Sichtweisen und Ihre Antriebe abzurufen. Das hat mich sehr beeindruckt. Vielen Dank. Ich kann eigentlich nur sagen, ich sage jetzt hier Tschüss und vielleicht mal auf Wiedersehen in dem guten Wissen, dass Sie genauso erfolgreich die nächste Zeit weiter agieren werden, hier mit Rosen und Rüben, wie Sie das die jetzt ganz zurückliegenden Jahre getan haben. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass der Wind Ihnen einfach gut im Rücken sitzt und das Segel Sie nach vorne tragen wird. Denn was wollen Sie im Hut haben, wenn Corona vorbei ist? Sie haben da, glaube ich, schon ganz schön viel. Und es lohnt wirklich, das sich vor Augen, und zwar jetzt, sich das vor Augen zu halten, um genau für diese Situation einfach das alles auspacken zu können. Also insofern Glückwunsch nochmal zu der tollen partizipativen Kulturtourismusregion, die Sie jetzt schon alle gemeinsam sind. Und es war mir eine Ehre und eine Freude, viele Gesichter hier wiederzusehen. Und wie gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute und werde immer interessiert einen Blick rüberwerfen. Dankeschön, liebe Katja. Ich kann dir versichern, du hörst von uns. Ich wünsche Ihnen und euch noch einen wunderbaren Nachmittag. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme, für die sehr, sehr rege Teilnahme und Beteiligung auch, nicht nur Teilnahme und alle Ihre guten Ideen. Und wie gesagt, Sie hören von uns, von mir erstmal mit einer Abfrage und Information und weiteren Informationen. Also vielen Dank für den heutigen Nachmittag. Und vielen Dank an dich, Katja, für den tollen Input. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.